Wir steigen ein. Wenn der Content gefällt, gib mir bitte ein Abo, bitte. Sonst muss ich auf TikTok und bösen, schwierigen Content bringen, damit ich den einen oder anderen Abonnenten zusätzlich bekomme. Und das will keiner. Glaubt mir. Einmal den Like-Button oder einmal die Glocke schallern. Es ist heute ein lustiger Stream. Wir sind am Mittwoch auf unserem Stream. Wir machen weiter mit dem Pool, Bau-Videos und wir sehen einen schönen Regenbogen. Siehst du den? Ich sehe ihn! Siehst ja, Mann! Ihn? By the way, nur, dass ihr auf YouTube den Kontext versteht. Wir haben gerade das F-Boy-Video von dem guten Renzo Matrenzo geguckt und da ging es ja vorwiegend um interessante Dinge. Jedes Mal, wenn jetzt was nass ist oder jetzt ein unanständiger Witz gebracht wird von dem guten Herrn Bam, wird, glaube ich, der Chat ausrasten. Nur, dass ihr es wisst. Pool Staffel 5, viel zu wild. Grüße gehen raus, auch an den guten Bassbeat. Bist du heute im Chat? Wisst ihr, was das Krasseste ist? Und das muss ich jetzt wirklich, ich musste wirklich Props geben. Der Bassbeat hat mich auf was aufmerksam gemacht. Wahrscheinlich hat es auch jeder Einzelne von euch heute schon. Oder nicht heute, aber die letzten Male. Und ist euch eigentlich Folgendes aufgefallen? Dass ich, glaube ich, bis vor 2 Wochen erst gecheckt habe und noch gar nicht gecheckt habe, dass ich immer frage, in welcher Staffel sind wir eigentlich? Und der gute Bassbeat hat mich mal aufgeklärt. Du, Andi, hast du da mal hingehört? Er singt es ja am Anfang, in welcher Staffel wir uns befinden. Siehst du den? Ich sehe ihn! Siehst ja, du Mann, den? Ich sehe ihn! Pool Staffel 5, viel zu wild. 5, viel zu wild. Ich habe das nie gecheckt. Jetzt mal ohne Witz, ist das mein ADS? Ich habe das nie gecheckt. Ich habe immer gefragt, oh, in welcher Staffel sind wir? In welcher Staffel sind wir? Ich habe das nie gecheckt, dass sie das am Anfang singen. Sie ja, Mann, ich sehe ihn! Pool Staffel 5, viel zu wild. Apropos hier Gräser einpflanzen. Ja. Hattet ihr schon mal irgendwelche Anfragen, die ein bisschen dubioser waren? Es geht direkt los, Leute. Ob ihr da mal helfen könnt? Bezüglich Cannabis. Bezüglich andere Gräser. Ich wurde schon mal gefragt, ob ich sowas pflanzen kann. Kannst du? Theoretisch ja. Okay, dann wisst ihr jetzt, wo ihr euch melden müsst. Ja. Ach so, dann vergessen wir nicht, was das war. Ne? Genau. Nein, ich habe es wirklich nicht gecheckt. Ich habe immer nur gedacht, die singen irgendwo, oder das ist so ein, wegen dem Fünf, das war, ich weiß nicht, was das, ich... Euch melden muss. Ja. Ach so, dann vergessen wir nicht, was das war. Ne? Genau. Wie ist jetzt der genaue Name von dem Song? Genauer Name ist tatsächlich Miscanthus sinensis malepatus China-Schliff. Ach so, und nochmal ganz kurz auf die Frage von vorhin bezogen. Ist das dann eher schattig oder ist das eher sonnig? Was würdest du da den Leuten empfehlen, die unsere Videos gucken? Ey, du willst doch nur selber für dich wissen. Ich wollte gerade sagen, er leiert ihm jetzt die besten Tipps für die Grünteepflanze aus den Rippen. Wir schaffen gerade neues Leben in diesem Garten. Ist das bewusst gut? Ja. Ja? Ich finde, das macht die Sache einfach hochwertiger tatsächlich. Wenn ich das im Garten machen würde, die Kunden würden mir die Schälchen um die Ohren schlagen. Echt? Ja. Ich finde es schön. Wir lassen das, wird eh irgendwann... Ist das nicht. Er lässt das Plastikschildchen einfach drin. Du. Aber ganz ehrlich, das mache ich am Anfang auch immer, wenn ich neue Pflanzen habe, die dann sofort eingehen, damit ich weiß, wie ich die gewässern muss und so. Und dann irgendwann mache ich es raus. Und seitdem habe ich nur 2 Glücksfedern bei mir im Wohnzimmer stehen, weil Glücksfedern sind extremst dankbar. Die brauchen nur einmal im Monat Wasser oder so. Die drückt. Ach komm, jetzt hat doch der Maul, oder? Ich drück die Wurzeln mal ein bisschen auf. Ich finde es gut. Hast recht, ne? Nee. Ich habe immer recht. Pflanzen so einlochen macht definitiv Spaß. Wie hoch wächst das? Auch 2 Meter. Auch 2 Meter? Dann würde ich sagen, Mui, dann kannst du das genau vor dem... Oh, okay, unser Bingo, Mui, der Haken ist gesetzt. Buddha ein, oder? Ja, vor deinem Bett. Nee, vor dem Buddha finde ich gut. Dann wächst das 2 Meter, dann sieht man den nicht. Dann sieht er deine ganzen Schandtaten nicht. Was ist denn mit dir, Alter? Hallo. Ja. Bei Thomas sieht es ein bisschen aus. Was ist denn mit dir? Also, hätte der Crack da drin versteckt. Guck mal hier, auch TikTok-Content, Leute. Ja. Bei Thomas sieht es ein bisschen aus. Wir haben das doch gerade gesehen. Also, hätte der Crack da drin versteckt. Ich muss rausbekommen. Schnell, bevor die Polizei kommt. Das ist die Cortadera Serloaule. Ich würde sagen, es ist definitiv etwas schief, aber das können wir beheben, indem wir hier reindrücken. Crocs, nächster Haken. Die Transition von diesem F-Boy-Video von Rezo into dieses hier ist echt crazy. Aber das können wir beheben, indem wir hier reindrücken.
Das, da muss man aber aufpassen, das hat so keine Widerhaken. Das ist so ein bisschen dieses Raue. Wenn ich in die Richtung streichel, dann ist so wie bei einem Haifisch die Haut, ich glaube, ne? Das Widerhaken ja. Ein bisschen, ne? Alter. Das ist einfach Avengers in Wespenversion. Ja, natürlich, aber vielleicht sind die auch am Kuscheln, ne? Weiß ja nicht. Wespen kuscheln ja auch ab und zu mal, ne? Wenn man eine Wespe tötet, ist das so, dass dann die anderen so als Entourage ankommen und dich vernichten? Ist das so, dass sie irgendwie so, wenn die sterben, irgendwie sowas absondern? Habe ich auch schon gehört. Ey, macht mir keine Angst, ne? Ich hab wirklich, ist es so? Wirklich Angst vor diesen Viechern, ne? Ja, stell dir vor, so, du trittst auf eine Wespe auf, guck, alle Wespen so, bleiben so stehen in der Luft, gucken mich so an. So, wir haben gerade Location einfach gewechselt, weil wir alle so ein bisschen Schisser sind und da wird gerade eine Biene gefressen, die wird immer mehr Stücke von Wespen. Und deswegen ist ja jetzt gerade voll die Party da am Laufen. Darauf haben wir gar keinen Bock. Schmetterlinge. Ja, das gibt's auch in der Natur. Schmetterlinge finde ich nice. Was ich noch nicer finde als Schmetterlinge tatsächlich sind einfach die Bellen. Die Bellen? Boah, da habe ich auch mega Angst vor. Echt? Die Bellen sind echt so geil. Nein, die sind richtig geil. Ja, aber die so Bellen geil. Können ja auch stechen, ne? Nee. Das wäre neu, oder? Weißen? Ich habe immer die Libellen gespielt, weil ich generell wenig Freunde hatte damals. Ne? Kommen halt so richtig so nah und dann bleiben die auch so stehen. Warum spielst du da voll traurig eigentlich? Bin ich jetzt immer noch mit Libellen? Ja, wo sind hier denn die Libellen? Ja, denkst, wo sind deine Freunde? Na, Scherz. Wenn ich hier Libellen bin, würde ich ja nicht mit dir abhängen. So, YouTube und sowas guckst du gar nicht wahrscheinlich, oder? Ich würde, wenn ich Zeit hätte. Also ab und zu gucke ich Junge, dich gucke ich natürlich. Also jetzt seit neuem, stimmt. Ich habe mir alle Videos angeguckt. Hand of Blood gucke ich ab und zu. LeFloid, iBlali, also jetzt Vic. Ach, sagt er. Videos angeguckt. Hand of Blood gucke ich ab und zu. LeFloid, iBlali, also jetzt Vic. Aber nur so als Info, den Unge würde ich nicht mehr gucken, ne? Ich denke, die ganze Fieb da. Oh. Ist ja Preach, ist ja Foreshadowing ist das hier, Leute. iBlali, also jetzt Vic. Aber nur so als Info, den Unge würde ich nicht mehr gucken, ne? 20 Gramm fehlen im Pringles, echt? Okay, ich hole mir immer welche Chips, also Kesselchips esse ich sehr, sehr gerne. Ich denke, die ganze Fieb da, das ist tatsächlich diese Taube da oben. Die füttert ihre kleinen Kinder. Da sind zwei, die Family, Dad und... Oh, Vögel, Birdies, nee, wir machen eine Taube. Ich habe früher auch immer, das ist auch das nächste dümmste ever, ich habe früher gedacht, da wäre im Garten wären Eulen, dabei waren das Tauben. Aber ich finde die, früher habe ich gedacht, als Kind so, die hören sich ähnlich an. Wir sind gerade da. Oh, die Schrotflinte. Ja, da haben wir alle drin. Ich mache mal ein kurzer Overview einmal. So? Also, weil wir nicht wussten, ob das ausreicht mit diesen Pflanzen, haben wir einfach mal gegen den Willen von My Hammer noch mehr Pflanzen gekauft. Ja, geht aufs Haus, auf die Rechnung hier vom Live. Komm mal, bestell alles. Das heißt, du musst doch eine Stunde länger bleiben. Nein! Das sind ja so ähnliche Pflanzen, die haben wir ja auch schon hier eingebaut. Oh, die sind schön. Die sind so wirklich so voll weich da oben. In Babyform. Guck mal, so werden die aussehen. Voll schön, voll. Wie so eine Feder. Und da geht auch doch nicht so viel ab. Ich dachte, das ist so wie so eine Pusteblume. Das sieht auch schön aus. Sorry, was weiß denn ich? Ich bin noch im bei Rezo im Video. Oder? Vielleicht müssen wir die ja nicht einerden. Vielleicht können wir die auch hier hinstellen. Eins und das dazwischen, den Holz. Ey, aber das sieht richtig geil aus. Ich sage das ja immer wieder, guck mal mit dem Boot. Das sieht so schön aus. Ich meine, über die Platten lässt sich ja noch streiten, ne? Aber okay, gut. Aber, also ich sehe die jetzt nicht, weil die hier jetzt unter meiner Cam liegen. Aber ich finde, die Poollandschaft sieht so gut aus. Da ist ja richtig was aus dem Garten geworden. Man hat ja wirklich das Gefühl, man war selbst dran beteiligt. Nochmal. Oder? Geht's euch auch so? Ich finde, bei den ganzen Poolbau-Videos habe ich das Gefühl, wir haben wirklich was geschafft, Leute. Wir haben wirklich was geschafft. So, meinst du, sind wir schon? Wenn man eine schöne Vase findet, ist doch cool. Vase? Ja, top. Ja. Nicht wahr? Ja. Viele Dinge auf der Welt, würde ich einfach mal behaupten, sind nicht wirklich schön. So wie zum Beispiel diese Baustelle hier. Ja, Rina, ich lerne immer dazu. Ja, ich muss immer, ich erweitere mein Repertoire. Gar keinen Bock. Das ist eine Fliege, die sich als Wespe tarnt. Das sieht man in den Augen. Mega smart, diese Fliege. Jetzt sticht die dich, weil es doch eine Wespe ist. So, diese hässlichen Lampen, funktionieren die überhaupt noch? Zwei Stück, ja.
Steine auch raus hier, ne? Hier raus, aber nicht wegwerfen. Die haben mich betrogen, die hatten mindestens 20 schöne Steine. Mindestens? Da hatten sie am letzten Tag auch alle weg, alle weg. Habe ich nicht geguckt, waren alle weg. Ach, was ist denn da drunter? Weißt du, was da drunter ist? Ich habe von Elefantenkopf eben dir erzählt, ne? Ja. Das ist der Körper. Oh mein Gott. Elefantenkopf behalten. Wir haben das. Ich kann mich erinnern. Nein. Die finden den Hintern, also nicht den Hintern, ich meine den ganzen anderen Elefant hier, den Körper, Körper nennt man das, und den Schwanz und die Füße, also halt der restliche Körper, abgesehen vom Kopf. Das ist ja witzig. Andere Stücke vom den Körper, Alter. Egal wie hässlich der Sohn ist, Elefanten bleiben zusammen. Und eigentlich müssten wir hier erstmal die ganzen Steine wegtun, auswaschen und dann wieder drauflegen, ne? Oh ja. Lebe! Guck mal, ne? Das gut so? Oder mit der Schlauch. Was macht sie denn? Auf einmal sind es so wenig Steine, what? Oh, nee. Oh, ich habe aber richtig viel noch. Wow! Die Millionen-Videos, Millionen-Abo-Videos, bestimmt, bestimmt sind hier drin. Was war das? So, sieht doch schön aus. Ja, das dauert, ne? Tust die Füße noch drauf, legst dich so drauf und dann wartest du bis. Oh je. Klappt? Ja, jetzt klappt. Ja, dann hauen wir erstmal den Stuff hier rein. Das ist teilweise das sind Säcke voller altem Blatt. Warum macht man das? Macht man halt. Frag nicht warum, frag nicht nach der Quelle, ist halt einfach so. Das war richtig cool das letzte Mal, als wir das geguckt haben. Nerdy Timber hat hier den Schrank gebaut mit den Griffen, ich kann mich noch daran erinnern, mit den Schrägen und hier der hier, was ist es? Hochbeet. Und das Ziel ist es, dass wir diese Seite des Schrankes nicht mehr so präsent haben, deswegen machen wir jetzt hier noch Cortadera-Zierpflanze noch hier hin. Ich hab gut abgelesen. Cortadera, Celora, Evita. So, aber erstmal Erde rein, oder? In dieser Erde ist auch schon mal so ein bisschen Langzeitdünger, habe ich gerade gelernt. Aber es ist nicht so stark und nicht so wirksam wahrscheinlich. Das sind jetzt 270 Liter Erde. Ey, wir haben 8 geschätzt, wir brauchen genau 8. Das sind solche Maschinen. Ey, Rechenmaschinen sind wir. Absolut. Das sieht doch nice aus. Ah, das fühlt sich so schön an. Danke. Riecht gut? Riecht gut. Riecht frisch. Dann machen wir hier einmal rein, ne? You sollte sich einen TikTok-Account machen. Riecht frisch. Dann machen wir hier einmal rein, ne? Ja, das sieht doch nice aus. Und? Lup. Oh, die sind aber wirklich schön. Ich finde, okay, bin ich der Einzige? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Aber guck mal, das Grün vor diesem schönen, dunklen, holzfarbenen Schrank und dann die Erde. Und also farblich ist es wirklich eine Augenweide. Cool. Ich finde es cool. Ich weiß nicht, mich begeistern so Kleinigkeiten. Ja, so Steine. Ich hol Steine. Ich hol Steine zu mir. Ist doch schön so. Oh. Oh. Das ist ja krass. Sieht viel hübscher aus mit dem Stein. Wie? Vorher nicht? Oh, ah, ey, jetzt kommt. Vorher nicht? Künstler, ey. Oh. Auch plötzlich gucken. Es wird einfach den Steingarten raus. Ist doch schön. Guck, wie schön das aussieht. Steine und alles kann man immer noch ein bisschen. Ja, die Leute, die Videos sind bestimmt drin in der Playlist. Alles gut, alles gut. Easy peasy. Umplatzieren. Die Pflanzen wachsen ja und gedeihen sich ja noch in die Breite. Schön. Aber ist das schon so, du springst in den Pool und kommst dann direkt so hier, trocknest dich in den Tropen an der Regen. Die kleinen Steine hätte ich jetzt nicht reingemacht. Ich hätte es bei den großen belassen. Schon so, du springst in den Pool und kommst dann direkt so hier, trocknest dich in den Tropen an der Regendusche hier. Ich würde sagen, haben wir gut hinbekommen. Jetzt das andere Gras, was angebaut wird. Ein paar Steinchen haben wir platziert. Ich muss ehrlich sagen, diese Etiketten, das ist das Hässlichste, was hier überhaupt ist. Safe, ohne Witz. Wobei,
ganzen Garten. Ja, sollen wir rausgehen? Ja, und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden das jetzt in den nächsten Pool folgen. Nee. Pass mal auf. So dekoriere ich nicht, ja? Ich bin Mann, ich dekoriere nicht. Was? Leute, das ist ja mal eine Frechheit, Verena. So dekoriere doch. Vielleicht. Vielleicht. Oder in den nächsten generell, was auch immer wir drehen. Oder auch. Oh ja, zieh's raus, viel besser. Sehr, sehr gespannt. Wir werden das jetzt in den nächsten Pool folgen oder in den nächsten generell, was auch immer wir drehen. Oder auch irgendwelchen Challenges werdet ihr sehen, wie das hier Ganze blüht und gedeiht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was ist das für eine Ast, die auf der Wand kommt? Ach so, der? Ein Hebel. Wir düngern und gießen noch ein bisschen. Zu guter Letzt wollen wir noch einen Regenbogen erscheinen lassen, falls es geht. Sieht man was? Ich sehe ihn. Ich sehe ihn mega krass, wenn ich da gucke. Ich sehe gar nichts. Ich sehe es. Oh, siehst du den? Ich sehe ihn. Siehst ja, Mann, ich sehe ihn. Warte, ich geh näher dran, nicht bewegen. Und ein Schmetterling, Digga. Oh, das ist ja wie im Märchen. Was ist hier los? Wie in einem Disney-Film. Wir leben in einem Disney-Film. Wuhu. Bitte am Pool, komm doch vorbei. 30 Grad. Es ist wie beim Disney-Film. Oh, Leute, ich will unbedingt die Pool-Videos, also jetzt nicht heute durchbekommen, aber so vielleicht in der nächsten Woche wäre es ein guter Anreiz damit, also ihr wisst, was ich meine, up-to-date zu sein, sodass wir da immer quasi die neuesten Videos dann uns anschauen können. Das macht aber auf jeden Fall sehr viel Spaß. Okay. Es hat geklingelt, liebe Freunde. Heute werden wir nämlich jemanden begrüßen dürfen hier im Garten. Man nennt ihn Putin. Und Putin hatte die krasse Idee, dass wir ein riesiges Standby-Zeichen hier aufs Hochbeet bauen. Eine Sache, die ist einzigartig. Eine Sache, die nur wir haben. Was? Putin? Okay, anyway. Aber das Standby-Zeichen hatte ich dir wirklich legit schon mal ein Video gesehen. Da habe ich dann noch gefragt, was das ist. Wisst ihr noch? In dem einen Video, ich weiß nicht mehr welches. Ich weiß, welches Video war. Das war das Hey Aaron-Video. Als Aaron nachts zu Ju nach Hause gekommen ist, habe ich gesagt, da habe ich gedacht, das wäre eine Reflexion mit X im Fenster. Und dann habt ihr gesagt, nee, warte mal, das ist wirklich im Garten. Werden. Daran kann ich mich noch erinnern. Das ist doch nicht Putin. Wir sollen mein Helfer heute sein. Pool Staffel 5, viel zu wild. Leute. Ihr triggert mich heute so hart. Nein, also nochmal. Die Pool-Videos. Die Millionen-Videos sind nicht auf YouTube. Die kommen noch. Ich sagte nur, die sind in der Playliste drin. Aber in der Playliste von den Videos, die ich mir noch anschauen werde. Also alles gut. Deswegen habe ich ja zwischendurch gesagt, chillo. Die machen wir auf jeden Fall noch. Aber ich will hier so einen roten Faden beibehalten. Das heißt, erst die Pool-Videos und dann alles, was darum noch kommt. Weil ich habe noch super viel Behind-the-Scenes. Ich habe noch, ne? Ich meine nur. Also alles gut, sie sind noch nicht auf YouTube, aber sie kommen noch, wenn wir sie dann gemeinsam hier on stream geguckt haben. Ne? So. Hier kommt unser Zeichen hin, unser Standby-Zeichen. Ah! Welche Staffel ist das, Mary? Staffel 5? Ihr macht mich heute fertig. Ich gucke mit euch nicht mehr unanständige Videos vor dem Stream, also von dem Renzo da. Weil ihr seid ja alle jetzt komplett wild. Ihr seid ja Wild Animals. Das ganze Gebiet hier ist 500, 600 Jahre alt. Ja, das ist jetzt eher so ein Jahr alt. Ein Jahr alt, okay. Aber heißt ja nicht, dass wir trotzdem keine Menschen darunter versteckt haben. Ja, alles gut. Seite hartnäckig bleiben. Ich kannte wie. Ja, das ist. Ich frag lieber einmal zu viel nach als einmal zu wenig. Alles gut. Aber nein. Also nochmal für alle Public Service Announcement. Die Videos sind noch nicht da. Aber ich habe noch so viel Content, den ich mit euch gemeinsam gerne auf dem Stream gucken will. Und keine Sorge, den ganzen Julian Bam Content und Rezo Content schaue ich nicht irgendwie off Stream, sondern das machen wir alles gemeinsam hier. Alle zusammen on Stream. Ja, so ein Jahr alt. Okay. Aber heißt ja nicht, dass wir trotzdem keine Menschen darunter versteckt haben. Ich habe einen Vorschlag. Diese Erde verkaufen wir. Das ist Erde aus Julians Bam Garten. Es ist eigentlich auch voll dreist von. Sie nennen, okay, Chat, könnt ihr mir erklären, warum Putin, weil es einfach offensichtlich jemand Osteuropäisches ist? Ja, Alter. Okay. Aber heißt ja nicht. Ist das echt? Oder gibt es da einen Hintergrund? Lass uns nass werden, Mary, was? Ich, ich,
Ich bin heute completely lost auf dem Stream. Ihr schreibt mir ganz, ich werde noch ganz wuschig heute. Dass wir trotzdem keine Menschen darunter versteckt haben. Ich habe einen Vorschlag, diese Erde verkaufen wir. Das ist Erde aus Julians Baumgarten. Weil die will immer alles verkaufen, was wir nicht mehr brauchen. Kleinanzeigen oder wo? Mal schauen. Okay. Guck mal hier, der Top G. Mal schauen. Könnte man ein kleines Kind reinlegen. Zum Schaufeln, Kind weg. Problem gelöst. Nicht mit mir. Julian Baum, Elde, Garten Elde, ist Angebot 1000 Euro. 1000 Euro? Ja. Da kann ich aber doch keine 1000 Euro für bezahlen, wenn das Ding ein Fritte ist. Hey, ihr Geringverdiener, die 1000 Euro. Kein Problem. Ich nehme das nicht. Nach Russland gibt's. So, Erde raus, Essig rein. Erde raus, Essig rein. Nach Russland gibt's. So, Erde raus, Essig rein. Guck, dieses Geräusch. Gut gemacht, Julian. Wir haben hier Japan, jetzt haben wir hier Russian. Russian für die Russian. Nee, jetzt mal wirklich, ich bin verwirrt. Hat er gesagt, Putin nur, weil er ein Russe ist, oder was? Da gibt's noch so einen Insider. Scheiße. 40 mal 40. 80. Du machst nur Kacke. Du bist Travio. So, Arbeit outgesourced. Kontrolle. Wow. Ganz tiefe Aggression. Tut mir leid, aber wir müssen bis zum Erdkern, ne? Das ist noch motivierende Sprüche. Bis zum Erdkern, ey. Sprüche, mach. Er hat auch Spaß. Aber schneller jetzt hier. Wir kochen. Es wird Minecraft. Heute Nudelsuppe. Der ist ja auch extrem lustig, der Typ, oder? Ist ein witziger hier. Ich find's cool. Ich lieb so einen trockenen Humor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir bauen daraus eine... Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du Handwerker zu Hause hast und möchtest dich mit denen unterhalten und die wollen nicht labern. Kennt ihr das? Und der macht einen Witz und so und der guckt dich dann an und denkt, was willst du jetzt? Das ist schwierig. Eine Platte? Dann lieber so jemanden. Что ты наделал, блядь? Was? Nee, was? Nee. Yes. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie es aussieht später. Ich auch nicht. Das hier ist eine Plattform für Space Shuttle. Howard Wolowitz. Aha, wir können hier die Form basteln und dann rüberbringen und dann, also hier vorne auf dem Platz hier. Hartes Styropor. Jetzt musst du mir die Mitte nehmen. Das ist genau 125,5. Die Hälfte ist 62,5. Boah, Mathe war ich noch nie gut. Die Aussage von gerade kann eben nicht einschätzen, wie ernst gemeint war. Also alle Aussagen von allen Usern hier auf dem Twitch-Chat ist wirklich super serious. Ja, also das ist richtig ernst hier. Und wir meinen alle genau das, was wir schreiben. 2,5. Da. 62,5 ist das Ergebnis. 62. Einmal durchziehen hier. Und dann gehe ich noch einen Schritt runter. Diagonale. Und dann geht. Leute, okay, erstmal mein Mordsliebe geht raus, ihr macht einen geilen Job. Zweitens, A-Squad im Chat, ihr seid richtig cool. Heute, mir macht so viel Spaß. Also ich hoffe, ihr habt mindestens halb so viel Spaß wie ich. Es ist irgendwas, die Sterne, die Konstellation. Oh ne, warte mal. Sterne? Flache Erde? Es ist, glaube ich, heute eine besondere Konstellation, weil es ist einfach so geil, dass so ein Video nach dem F-Boy-Video von Rezo kommt. Ich sag's nochmal, es ist ein Match made in Heaven. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist ein Match made in Heaven. 5 ist das Ergebnis. 62. Einmal durchziehen hier. Und dann gehe ich noch einen Schritt runter. Diagonale. Diagonal hoch, diagonal hoch. Einen Schritt nach da. Boah, guck mal, wie perfekt in der Mitte. Wir haben richtig... Mathe LK, direkt Steigerung von Grundkurs in Leistungskurs, Freunde. Ja, nur wer Bock drauf hat. Wir bauen jetzt unseren eigenen Zirkel, weil Zirkel zu teuer sind. So. Von hier, von der Mitte aus bis hin 50 cm. Also wenn ihr in der Schule mal keinen Zirkel habt, dann wisst ihr, wie man jetzt einbaut. Ja,
Mal ganz fantasievoll heute. Ey, jeder wird das in der Mathearbeit benutzt. Egal. Zirkel ist Zirkel. Es ist 50 mal irgendwie paar Millimeter. Es spielt keine Rolle. Ich mach. Der Typ ist so geil. Oh, ich mag ihn so. Ich hoffe, oh Mann, Alter. Ich hoffe, der wird. Der ist wahrscheinlich nicht öfters da, ne? Aber der hat so einen geilen, trockenen Humor. 50 mal irgendwie paar. Mary, safe machen wir das jeden Mittwoch. Safe. Wie gesagt, das macht so Spaß. Ein paar Millimeter, es spielt keine Rolle. Ich mach jetzt so. Spielt keine Rolle. Halt dran und dann mach ich einen Kreis. Nee, ich schließ ihn genauer, ne? Ah! Boah! Was ist das denn? Psycho-Klinge. Das ist ein Psycho-Klinge. Boah! Direkt Gänsehaut. Boah, du bist aber wach. Hast du nicht schlechte Laune? Hat er seinen Ghetto-Blaster dabei im Rucksack oder was ist da los? Wenn du diesen Klingelton hörst? Ja, also mein Charakter ist so, weißt du, von Psycho. Wie mein Sohn sagt, Papa, du bist immer... Ja, Sonntag kannst du einen richtig chilligen Mann kennenlernen. Den Julian. Das ist so ein geiler Typ, ey. Das ist immer chillig. Cool! Alter, wie geil ist das denn? Das hat der Rezo vorhin gebraucht für sein Loch im Bad. Genius. Jetzt von hier nach da 17. Ist ein Donut, ne? Donut, ja. So, das hier. Ich habe schon längst vergessen, was wir machen wollen eigentlich. Ist sehr wichtig. Ich habe schon längst vergessen, was wir machen wollen. Da ist so. Ja, jetzt, pass auf. So, wir malen jetzt das Standby-Zeichen. Riesenforstner. Das ist wirklich ein Riesenforstner, definitiv. Weil Kunst ist, musst du halt selber machen, wie du es haben möchtest. Nee, jetzt mal ernsthaft, was wollten die machen? Ich habe das wirklich safe vergessen. Die waren beim Blumenbeet, die waren beim... Ach ja, stimmt. Hier, Standby-Zeichen. Damit es einzigartig ist. So. Leute, so ist mein Alltag. So ist mein Alltag, jeden Tag. Einmal hier die Weltkarte. Guck, Europa einfach ist... Flat Earth, ey. Ah, jetzt sehe ich das auch erstmal richtig. Da unten ist die Antarktis, ja. Richtig hier aus der Perspektive. Ja. Wieder riesengroß. Ich habe das schon mal gefragt. Ist safe, oder? Ist die Erde. Die Flat Earther hatten recht. Baut aus Holz. Habe ich auch mit der Stichsäge. Das war sogar fast genauso groß, ne? Mega nice. Burger King immer so. Ey, jetzt wird gesägt. Er hat es schon mal gemacht. Jetzt wird gesägt, genau. Wir müssen aber die Platte jetzt rausnehmen, weil die stört uns dann. Wir können das so nicht sägen. Die Holzplatte. Die Holzplatte raus. Mhm. Oh. das Gesicht. Darf ich die annehmen? Klar. Oh, du darfst alles. Du nicht, Thomas. Das hier? Macht dann nicht komplett blind, okay? Weil wir bauen eine Schablone. Gussform. 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 Guss, wie Gussländer. Ah. Das hätte ich auch gegonnen. Ah. Geht da durch wie Butter. Wow. Eieiei. Jawohl, weiter geht's. Ist was passiert? Ich habe vergessen die Ferse, weißt du, die Stütze unten. Aber die Stütze können wir doch hier so raus. Ja, die können so raus, aber die muss rausgedeckt werden, darum geht es. Oh. Holzteil. Ja, du hast ihn getroffen. Oh. Ach, das geht komplett durch. Eieiei. Sägeblatt immer. Nee, da nicht, also besser hier. Von hier anfangen, hier reinschicken und von hier so runtersetzen. Boah, pass auf, ein Laser der Kamera auf. Achso, ja, wir können auch ausschalten. Aber ich glaube, das ist besser mit Laser, oder? Nee, wir machen doch keine geraden Linien. Zur Orientierung? Wir haben keine einzige gerade Linie, es ist nur für gerade Linien. Zur Orientierung? Alter. Orientierung? Alter, Thomas, ist so dumm. Geiles. Was ist denn das hier? Was war das? Das ist eine Pflanze, die gewachsen ist. Das meint ja, darf man ja nicht machen, ne? Weil dann das Blatt kaputt geht, wenn man direkt so reinsteckt. Ah, denk dran, wir haben ein einziges Versuch, ne? Weil. Oh ja. No pressure. Wir haben einen einzigen Versuch. Aber kein Druck. Kein Druck. Kein Druck. Okay. Kein Druck. Oh.
Euro. Geil. Schenke ich dir. Oh, aber das Machete. Später. Muss noch was schwer. Können wir mal ausprobieren in deinem Körper? Ja. Später. Boah, anstrengend, aber ey. Lohnt sich. Ja. Genau, ich hab immer so gemacht, dass dann später kann ich dann immer noch die Dinger so. Ja, denkst du, was hast du gemacht? Ja, aber dann müssen wir das kleben, weil das ist. Ach so, brauchen wir das Ding oder was? Ja, müssen wir verkleben wieder. Das brauchen wir. Also das Teil wird auch genommen. Warte mal. Nee, stimmt. Dann mal. Nee, wir gießen ja, noch rein. Gut. Ja, klar. Er hat schon gedacht, hat das Falsche weggemacht. Ich auch. Okay. Hui. Was hast du gesagt? Hui? Hui, schlechtes Wort. Hui, ja, so? Ja. Was, Hui. Was heißt das? Geschlechtsteil auf Russisch. Hui? Polnisch auch. Ja. Das ist mein Hui. Hui, ne? Ja. Hui, 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 hui. Echt? Wieder was gelernt, ey. Wie oft sagst du das, ey? Hey, nee, hui, deutsches Wort. Man sagt so hui. Also deutsches Wort ist einfach nur so ups. Hui, der ohne Witz, das wusste ich auch nicht. H-U-I. Hui. Ich habe gedacht, er sucht jetzt das Russische, die russische Bedeutung. Weißt du, wie man das nennt? Warte mal, ich zeig dir. Quelle? Ja, schreib mal auf. Oh, das ist das Wort, was du normal in jede öffentliche Toilette in Russland siehst. So. Das heißt Hui. Das heißt Hui? Ja. Ganz klar, XYN. Hui. Also die Bundesrepublik Hui. Ja, das ist ein eigenes Land hier. Bestes Land, glaub mir. Ich kann nicht mehr Huiuiui sagen. Was ist los? Es geht nicht. Arbeitssicherheit. Oh. Was ist denn? Jetzt ist durch. Durch. Hui muss raus, ne? Hui muss raus. Ja, das hier. Aber dafür gibt es Samurai-Schwert. Nimm lieber Samurai-Schwert. Diese Kante kannst du dann damit nachbessern, ne? Ey, hui, ich meinte Mui und hier der Putin. Also ihr wisst, wenn ich mal hier Idee. Die beiden in Kombination sind bestimmt auch mega lustig. Ich höre gerade so im Hintergrund Juice Mama und er hat so einen trockenen Humor, die würden sich wahrscheinlich sehr gut ergänzen. Diese Kanzel kannst du dann damit nachbessern, ne? Kann man das in der gelbe Säcke werfen? Ja, das kann man in die gelbe Säcke. Ja. Oh, gelbe Säcke ist ihr Lieblingsmüll. Hältst du das denn? Gelbe Säcke ist ihr Lieblingsmüll. War das schon? Huiuiui. Gelbe Säcke ist ihr Lieblingsmüll. Hältst du das denn? Ja, mach. Dann zeig mal. So. Ich mag die Geräusche gerade nicht. Hast du noch viel mehr Gefühl im Arm, oder? Ja, dann mach mal. Von hier. Mach von hier. Ich kann ich doch nicht. Ich muss doch das Ding hier. Gut, outgesourced. Oh. Ey, gut, dass das keine F-Boys wären. Die hätten bestimmt eine andere Technik. Was ist das Erste, was du machst, wenn du rauskommst? Allererste. Nein, bitte nicht. Ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen Okay, gut. Hey, mein Dirty Mind. Ich hab gedacht, es sagt was anderes jetzt. Erste, was du machst, wenn du rauskommst? Allererste. Ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen. Warte mal, ist das Rata? Oder sieht er nur so aus? Was du machst, wenn du rauskommst? Allererste, ich glaube, ich gebe mir einen schönen Kebab, so einen schönen. Ja, ernsthaft? Vor allem, wie guckt sie denn ihn an, ey? Machst, wenn du rauskommst? Allererste, ich glaube, ich gebe mir einen. Guck mal, wieder was gelernt. Ey, manchmal bin ich wirklich stolz auf mich, wenn ich dann die Rapper dann wirklich auch erkenne oder so, beziehungsweise grundsätzlich die Persönlichkeiten. Schönen Kebab, so einen schönen Köftespieß, weißt du? Ein Köftespieß erstmal, mit gar keinen Reden auch und so. Mit was? Schönen Köftespieß, weißt du? Ein Köftespieß erstmal, mit gar keinen Reden auch und so. Mit gar keinen Reden auch? So einen schönen Köftespieß, weißt du? Ein Köftespieß erstmal, mit gar keinen Reden auch und so. Mögt ihr das nicht, oder was? Nein. Doch, 1A Schnitt durch die richtige Schnitttechnik. Guck, dass sie richtig arbeiten. Schönes Gummi, schaut aus. Lecker. Jo, was ist denn das heute? Das ist so wild, Freunde. Was ist das heute? Mit keinem Reden auch. Ach so, Ruhe beim Essen, Hanky. Dankeschön. Okay. Verstehe. So haben wir gut. Ach so. Oder wir stellen das einfach mal so vertikal. Pass auf. Ja, ja. Sehr korrekt. So. Hier oben bin ich so gut wie raus. Hier unten klemmt es noch was. Boah, eine Sichel. Ah ja, so wird es dann aussehen. Geil. Boah.
Ist schon sehr angeberisch, ne? So, machen wir eine Pause mit Wodka, oder? Ja. Ich glaub's denen noch. Oh, jetzt kommen die Feinheiten. Boah, dieses Geräusch. Ich bin eigentlich nicht so empfindlich, aber das mag ich nicht so. Mal schön. Das mag ich nicht so. Alles jetzt schön. Wegen dem Blatt, Shisegi ist etwas verzogen. Aber das ist halt, das ist handmäßig, verstehst du das? Weißt du, was du machst? Ne, irgendwie mache ich es nicht richtig. Drei Männer schmirkeln so ein Ding ab. Ach, du zeichnest jetzt auf diese blaue Folie, okay. Alles. Ja, am besten alles. Das ist nicht so genau, ne? Das ist aber nicht schlimm. Ah, hier brauchst du nicht. Ich finde nur so. Ah, ist okay. Dann weg damit. Jawohl. Hier ist noch eine Plane. Oh. Das wird immer wilder. Was bist du gespannt? Was wir haben alle mit dran geht. Ja, ne? Ich hab Glatze. Die einzige wahre Frisur, die man haben kann, Leute. Wenn ich die Haare wachsen lasse, sehe ich aus wie Deo Roller. Deo Roller? Ich bin Deo. So, look, wir machen den Kreis halt, ne? Mhm. Das sind die Radien. Überlegt jetzt. Ja, genau. Mit Heißkleberpistole. Die müssen ziemlich parallel verlaufen, deswegen kannst du das damit justieren. Also. Ich frage mich gerade, ob jemand von den Jungs seine Mütze einfach abzieht. Ja, im Laufe. Du das? Ich versuche mein Bestes. Das war nicht parallel. So drehen mit Finger, so. Gleich während des Laufen. Brötchen. Ja, jetzt hast du das verstanden. Wie Brötchen? Dann, ne? Okay. Dieser konzentrierte Blick. Ist es ein konzentrierter Blick oder ist es einfach nur dumm? Das ist dumm und konzentriert. Dumm und konzentriert. Zirkel und sowas. Aber wir machen das alles wie im Mittelalter, ne? Früher haben die auch Häuser gebaut. Kirchen. Mit dem Edding. Ja, kennt man im Mittelalter mit dem Edding. Mit dem Edding. Ja, das reicht. So. Und nach den Linien machen wir jetzt Heißkleber. Heißkleber auch, ja. Das heißt, wir machen nachher aus dem Beton Heißkleber raus. Mhm. Ja, und dann entstehen halt diese Beulen. Wir machen so, dass die Platte sich nicht verschiebt. Ich stecke die so rein. Einfach gegenüber. Russischer Geburtstagsgruß. Sieht ja aus wie so ein Folterinstrument. Okay, heiße Kleber. So, jetzt wird geklebt. Heißer Kleber. Dann lass uns das auf der Mitte. Ah, jetzt kommt bei mir auch drauf. Oh shit, hier ist gerade richtig viel Wasser reingetropft. Von oben. Nee, echt aufpassen. Das ist nicht schlimm. Da kommt Beton nachher rein. Konzentriertes Gesicht. Mit Linien trefft drauf. Mhm. Schnüffelt er wieder? Mhm. Richtig. Thomas ist auch der Schnüffler. Schnüffelt. Was ist das für Material? Das Fütterungsstand. Hier ist irgendwo so eine Fliege, die fliegt bestimmt gleich auch durch die Kamera. Die lenkt mich so ab, ey. Geh weg, Mann. Das wiegt nichts. Dann setzen wir den Stein in die Mitte und das spart uns sehr viel Gewicht. Dann liegt das insgesamt am Ende vielleicht nur ein paar Kilo. Die Armierungen, die hier reinkommen, da werden die versenkt. Man sieht nur das Stück, aber das wird schwarz gestrichen und das fällt nicht auf mehr. Die Jungs können schon mal anfangen, da die Armatur reinzuhauen. Das sind die Spaghetti. Spaghetti. Ja, ja, russische Spaghetti. Solche Spaghetti essen wir in Chelyabinsk. Baldi, Hammer. Ja. Fruchtfliegen, sie sind überall, vor allen Dingen immer vor deinem Gesicht. Das liegt nur daran, weil ihr so süß seid. Was? Pass auf, da in der Ecke. Hast du kein Power oder was? Klopft doch rein. Ja, komm. Noch? Ja. Ja. Okay. Obdachlose. Obdachlose. Einfach mal hier, da. Die sind dafür da, um fernzuhalten von oben. Was sieht aus wie Oha, Leute. Da gab's doch früher, so, da hast du deinen Bleistift oder deine Farbstifte da durchgesteckt durch die Mitte, durch das Loch und da hast du solche Spiralen malen können. Wisst ihr noch, was ich meine? Wie hieß denn das? Das sieht so aus. Das heißt, guck mal, wenn wir die einfach mal hier drauflegen, dann ist auch dann Boden, genau. Dann kommt irgendwann mal Rost raus. Mhm. Ja. Wir müssen schneiden. Okay. Und zwar flexen. Und zwar flexen, ja. Schön. Soll ich flexen? Ich habe schon einiges geflext. Ja, wow. So, Chef. Schutzbrille, warte mal. Aber das musst du festhalten, weil das reißt schon mal gerne aus der Hand. Du hast es perfekt gemacht. Ja, juhu. Das war's. Noch mehr flexen.
this a ticket, talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma, gotta get it. Was ist das denn hier? Das ist vegan. So? Der schöne Rasen. Ja, das sind die Würmer, die freuen sich immer über die Löcher, weißt du, ne? So biegt man sehr männlich Metall. Wenn es dir Spaß gibt, dann so aussehen. Okay. Noch eins? Ja, noch eins. Der schöne, gute Rasen, das sage ich dir. Ja. Ist das ein Kreis, oder? Ja, das ist ein Kreis und der muss da rein. Der passt. Passt, ne? Ja, wir müssen jetzt justieren. Das sieht so wild aus. Das sieht so, wenn man durch den Park, das kennt ihr bestimmt auch bei euch, im Park oder so in der Stadt rumläuft, und da seht ihr so eine Skulptur oder so ein Kunstwerk aus solchen Metalldingern, so sieht es aus. Und dann denkst du dir, kann das weg? Beim Gießen müssen wir irgendwie ausgleichen. Ziemlich stark sein. Das wird echt immer abenteuerlicher. Ja, weil das ist die Stütze, weißt du. Hier muss die ganze Konstruktion halten. Also hier haben wir Das sieht wirklich so einfach komplett self-made aus. Also so nach dem Motto von, hey, es gibt jetzt nicht wirklich eine Anleitung, sondern wir machen das einfach mal, wie es passen könnte. Bindung. Da verbinde ich jetzt einfach. Ja, genau. Wahrscheinlich hat er selbst keinen Plan. Man, ja, genau, mach einfach. Meinst du, so reicht? Nur, dass die Rechte nach unten gucken, ne? Und nicht raus. Das ist richtig heavy, ne? Das ist die Figur aus meiner Stadt. Ich schwöre, so viel Metall in meiner Skulptur habe ich noch nie gemacht. Noch nie so viel Metall? Er hat so eine Skulptur noch nie gemacht. So viel Metall in meiner Skulptur habe ich noch nie gemacht. Noch nie so viel Metall? Nee, doch, schon. Könnt euch mal, das ist das Innenleben des Standby-Monuments. Ihr seht es jetzt, alle anderen werden es nicht mehr wissen. Und da wird jetzt gleich gegossen. Wäre auch schon geil, mit so durchsichtig zu gießen, mit so Harz. Das ist armiert. Also Armierung heißt, wenn man das stabilisiert mit Metall. Wenn man arm ist. Wir haben eben ein neues Wort gelernt. Welche Welt? Ist auch geil, dass er einfach eine Jacke mit einer Amerika-Flagge, mit einer Nordamerika-Flagge drauf hat, oder? Ey, hi Silke, grüß dich. Ulla, ich hoffe, dir geht's gut. Du hast einiges heute verpasst, aber mach dir nichts, du kannst auf YouTube nachgucken. Google dann einfach Rezo und Boy Video. Ja. I wish you a merry hui. Das muss ich nach Russland schicken. I wish you a merry hui. Wir nehmen einfach mal als Trennmittel. Damit es nicht klebt. Schmierseife, ja. Schmierseife, ja. Yeah. Wir nehmen einfach mal als Trennmittel. Damit es nicht klebt. Schmierseife, ja. Aber morgen. Sein Ja ist geil, oder? Ja. Er sollte auch einen TikTok-Account haben. Leute, was hier, Putin sollte auch einen TikTok-Account haben. Boah, imagine, du hörst einfach nur zu, du bist in der Küche und hörst mich das jetzt sagen. Mal als Trennmittel. Damit es nicht klebt. Schmierseife. Ja. Aber morgen, selbst bei Schmierseife, werden wir Probleme kriegen, das hier alles abzumachen. Das Geile, das Innenleben ist richtig geil. Das Geile ist, dass ihr die einzigen seid, die ihr sehen. Weil wenn es fertig ist, dann sieht man das ja nicht mehr. Lauft zu Mama und Papa und erzählt dir mal halt, wie das da drin aussieht. Guck mal, der ist so geil, ey. Wenn du die Leute immer anguckst, guck mal, was er dann so denkt gerade eben. Der guckt so, was laberst du? Hier ist, dann sieht man das ja nicht mehr. Lauft zu Mama und Papa und erzählt dir mal halt, wie das da drin aussieht. Genau, und die sollen das aber auch nochmal gucken mit einem anderen Account, aber. Wir nähern uns mit schnellen Schritten dem Content, Leute. Es ist cool. Ey, Putin, bitte bleib da. Oh! Ich wünsche mir, dass Putin einfach da bleibt, wirklich. Also, nochmal kommt. Das ist das erste Mal, dass ich sage, ich wünsche mir, dass Putin bleibt, by the way. Das wollen wir mal festhalten. Alter Schwede, Digga. Meine Socken sind kalt. Alter Schwede, Digga. Meine Socken sind komplett nass. Perfekt.